Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich mich mal kritisch mit dir über das Thema Persönlichkeitsentwicklung im Flirten unterhalten. Ich komme darauf, weil ich gestern einen neuen Coaching-Teilnehmer hatte und der ist ein bisschen älter, hat einen guten Beruf und hat mir dann mal seinen Zeitplan gezeigt, also seinen Zeitplan, was er die Woche über macht, von montags bis sonntags mit Arbeiten, mit Kindern, die er hat und seine Hobbys oder sportlichen Sachen, die er auch nebenbei noch macht. Und dabei haben wir Folgendes gesehen. Sein Plan war komplett voll, komplett durchgeplant, seine Tage waren wirklich durchstrukturiert bis zur letzten Minute und immer war irgendwas, ob es jetzt Tanzen war, ob es Sport machen war, ob es was Berufliches war, was mit den Kindern, Bücher lesen, Meditation, es war immer irgendwas. Und da ist mir eingefallen, ein Problem, das sehr viele Männer haben, die in dieser Flirt-Szene unterwegs sind, dass sie zu viel Persönlichkeitsentwicklung machen oder die falsche Art von Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen wollen wir uns das heute mal etwas genauer anschauen. Wenn du hier auf dem Channel dabei bist, dann bist du sicherlich mit dem Begriff Persönlichkeitsentwicklung vertraut. Ich bin mit dem Begriff vertraut und ich habe auch immer viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. In letzter Zeit weniger und das hat auch einen Grund. Ich habe mit dir bereits mal über dieses Thema Nice Guy gesprochen. Da werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Aber falls du das jetzt nicht mehr weißt, frische ich dein Erinnerungsvermögen kurz auf. Nice Guy, diese Nice Guy-Symptomatik entsteht dann, wenn du in der Kindheit schlechte negative Erfahrungen machst mit deinen Eltern, du wirst verlassen, es wird nicht ordentlich um dich gekümmert und dann ziehst du daraus die Schlussfolgerung als Kind, hey, wenn ich meine Bedürfnisse äußere oder wenn ich so bin, wie ich bin, das ist nicht in Ordnung, dann verlässt mich mein Vater oder dann wird sich um meine Bedürfnisse nicht ordentlich gekümmert. Wenn du dich nicht mehr genau daran erinnerst, wovon ich hier rede, dann schau dir das Video gerne nochmal an, erster Link in der Beschreibung. Und diese Männer, und das sind ganz viele Männer, die auch hier zuschauen, mich eingeschlossen, diese Männer, also wir in diesem Fall, tendieren dann dazu, so gut wie möglich zu sein, die besten Menschen wie möglich zu sein, damit die Leute uns mögen, damit die Leute uns nicht mehr verlassen, wie zum Beispiel der Vater, in diesem Fall mein Vater, das damals auch bei mir gemacht hat. Das heißt, wir versuchen dann, die bestmöglichste Version unserer selbst zu sein, weil wir denken, hey, wenn wir eine Person mit Schwächen, eine Person mit Fehlern sind, dann werden wir nicht angenommen, dann werden wir verlassen. Und das sorgt dafür, dass wir immer versuchen, mehr zu machen, immer versuchen, besser zu werden, ein besserer Job, noch mehr Geld, noch mehr Persönlichkeitsentwicklung, mehr Bücher lesen, mehr meditieren, mehr im Jetzt sein, mehr sportlich, mehr Muskeln, mehr fit, mehr irgendwas, da kannst du alles Mögliche einsetzen. Mehr Frauen, mehr Sex, Sex mit mehr Frauen gleichzeitig. All das fällt mit in diese Kategorie. Und dann fühlen wir uns gut und denken, wir machen Persönlichkeitsentwicklung. Aber es gibt auch ein zu viel an Persönlichkeitsentwicklung und das habe ich gestern auch zum Beispiel bei meinem Klienten gesehen. Und wenn du bei dir jetzt feststellst, hey, ich mache auch ständig irgendwas, ich kann nicht eine Minute ruhig sitzen, ohne irgendwas Produktives machen zu können, dann läuft irgendwas ganz gewaltig schief bei dir und dann solltest du aktiv mal dagegen arbeiten und nichts Produktives machen, sondern vielleicht einfach etwas, worauf du mal in dem Moment Lust hast. Das kann sein, einen Burger zu essen, mal ein Porno zu gucken, einen Film zu gucken, egal was es ist, mach etwas, worauf du in dem Moment Lust hast. Du kannst dich auch gerne, und das empfehle ich immer wieder, mal in den Wald setzen für ein paar Stunden, wirklich ohne Einflüsse, ohne Handy, ohne Lesen, ohne irgendwas, ohne Musik, einfach nur in den Wald setzen und einfach mal da sein. Ja, lass deine Sinne ruhig auch mal nicht ständig irgendwas wahrnehmen, sondern sei einfach mal nur mit dir selbst und dann wirst du merken, kommen da auch verschiedene Dinge hoch, kommen vielleicht auch negative Gefühle hoch, mit denen du dich dann zum Glück auseinandersetzen kannst, denn von denen lenken wir uns sonst immer ab. Und Persönlichkeitsentwicklung, das ist auch eine Form von Ablenkung für viele Männer mit dem Nice Guy-Syndrom. Ne? Bei meinem Teilnehmer war es zum Beispiel so, sein Tag war so voll strukturiert und da war immer was, Persönlichkeitsentwicklung hier, zum Sport gehen, lesen, meditieren, sich weiterentwickeln, ein krasserer Mann werden. Immer war da irgendwas und all diese Sachen haben ihn halt nur davon abgelenkt, sich mit den Emotionen auseinanderzusetzen, mit denen er sich wirklich auseinandersetzen sollte. Ja, das ist so ein Weglaufen vor den negativen Emotionen, ein Weglaufen vor der Angst, verlassen zu werden, vor der Angst, alleine gelassen zu werden. Und das funktioniert auf Dauer leider überhaupt nicht, denn dann bleibt das Problem immer bestehen und du verdeckst es immer nur, indem du immer mehr zu tun hast und deinen Zeitplan immer voller schaufelst.
Und dann habe ich ihn gefragt, warum ist denn dein Zeitplan so voll? Warum musst du dich denn unbedingt weiterentwickeln? Und dann hat er etwas gesagt, was sicherlich auch viele von euch jetzt unterschreiben würden und was ich dir auch unterschreiben kann. So war auch meine Einstellung und ist es sicherlich auch zum Teil noch. Ich muss mich verbessern, um Erfolg bei Frauen zu haben. Ich muss mich verbessern, sonst klappt es bei den Frauen nicht. Und ich kann dir hier an der Stelle sagen, ich habe beides schon durch. Ich habe Phasen durch, wo ich einfach ich selbst war, einfach einen Scheiß drauf gegeben habe und da lief es super mit den Frauen. Und dann hatte ich aber auch Phasen, und das ist jetzt in der letzten Zeit gewesen, wo ich sehr auf diese, ja, ich muss mich verbessern, noch professioneller werden, noch mehr Geld, noch mehr dies und das, noch fitter werden, mich noch besser anziehen. Und all diese Sachen sind gut, versteh mich nicht falsch, das kannst du ja alles gerne machen. Es ist dann nur die Frage, von welchem Punkt aus kommt das, ne? Wenn das so ein, ja, so eine Ablenkung ist, so ein sich nicht mit Emotionen auseinandersetzen wollen, besser werden wollen, damit man mich lieb hat und akzeptiert, dann ist es ein Problem. Es ist halt nur die Frage, von welchem Punkt kommt das. Und ich habe, wie gesagt, alles schon durch. Ich habe das mal so gemacht, ich habe das mal so gemacht. Und in den Phasen, wo ich einfach einen Fick drauf gegeben habe und einfach mit der Art und Weise, wie ich in dem Moment war, auf die Frauen zugegangen bin, lief es deutlich besser als in der letzten Zeit. Also ich habe einen Direktvergleich und das lief deutlich besser. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen mehr aufgetaut, sage ich mal, und merke jetzt auch schon nach kurzer Zeit, wie viel besser es wieder mit den Frauen läuft, wenn ich einfach nicht versuche, perfekt zu sein, wenn ich nicht versuche, die krassesten und coolsten Sprüche zu haben, wenn ich nicht versuche, super gut aufzutreten und ja, super auszusehen, super gekleidet zu sein. Wie gesagt, das kann man alles immer gerne machen, aber ich habe es halt deswegen gemacht, und da kannst du dich vielleicht mit identifizieren, ich habe es halt deswegen gemacht, um besser bei den Frauen anzukommen. Und das funktioniert schon mal generell gar nicht, dieses etwas besser machen, um noch besser anzukommen bei anderen Leuten. Ja, oder noch professioneller wirken, um besser bei anderen Leuten anzukommen. Wenn du versuchst, besser bei anderen Leuten anzukommen, dann sorgt das nicht dafür, dass die Leute dich dann mehr lieb haben, sondern das sorgt dann einfach dafür, dass die Leute weniger Respekt vor dir haben, weil sie sich denken, der hat es ja nötig. Ne? Und deswegen, es braucht nichts mehr, damit du erfolgreich bei Frauen sein kannst. Alles, was du brauchst, um erfolgreich bei Frauen zu sein, hast du im Grunde schon. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja toll Tim, ich habe das schon, aber warum klappt es dann nicht? Das liegt daran, weil viele Dinge da drüber liegen. Ja, du kannst dir das vorstellen wie so ein Berg aus Müll, der über deiner eigentlichen, wirklichen Persönlichkeit liegt. Ein Berg aus Müll von Konditionierungen, von Leuten, die dir gesagt haben, so musst du sein, so musst du als Mann sein, das musst du machen, um Erfolg bei Frauen zu haben. Wenn du das nicht bist, dann kannst du es nicht schaffen. So musst du sein, um ein guter Bürger zu sein. Das ist deine Rolle als Mann in dieser Welt. So hast du dich in dieser Gesellschaft zu verhalten. Und all diese Sachen ergeben dann am Ende diesen riesigen Berg von Müll, der dich verwirrt und der dafür sorgt, dass du dich verstellst und anders verhältst, als du eigentlich bist. Und es geht bei Persönlichkeitsentwicklung, bei der eigentlichen Persönlichkeitsentwicklung darum, diesen ganzen Berg von Müll langsam abzutragen. Ich habe das schon mal gesagt, ein Freund von mir hat da eine ganz tolle Metapher kreiert. An der Stelle ein Dankeschön an Martin Wolter vom Männlichkeitscoaching. Denn er hat gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, das kannst du dir vorstellen, wie eine Mumie entwickeln. Ja, eine Mumie ist eingewickelt in, ich sage jetzt mal, Papier. Und Persönlichkeitsentwicklung heißt auszuwickeln, entwickeln. Ja, das sagt das Wort ja schon, du entwickelst etwas. Ja, es geht nicht darum, mehr zu machen. Es geht nicht darum, krasser zu werden. Es geht darum, dich zu entwickeln, Dinge abzutragen, diesen Müll, diesen Berg aus Müll abzutragen, um an das zu kommen, was deine tatsächliche Persönlichkeit ist. Und diese Persönlichkeit, die unter diesem ganzen Berg von Müll begraben ist, das ist das, was du wirklich brauchst, um erfolgreich mit Frauen zu werden. Deswegen pass auf, welche Form von Persönlichkeitsentwicklung du machst, denn viele Männer tendieren zu diesem, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung im Äußeren heißt einfach, ich mache mehr das und das, mehr Job, mehr Geld verdienen, mehr Frauen. Und all das ist gut, all das kannst du ja machen. Aber wenn du das nur als Ablenkung benutzt, um dich mit den inneren Sachen nicht auseinanderzusetzen, dann wird das nichts. Dann ist das keine richtige Persönlichkeitsentwicklung, dann ist das einfach nur Ablenkung. Und deswegen pass auf, wie viel Persönlichkeitsentwicklung du machst, wenn du merkst, du machst immer mehr, immer perfekter, mein Plan muss super gut sein, ich muss jede Sekunde produktiv verplanen. Wenn du auf diesem Weg unterwegs bist, dann halt mal kurz inne und nimm dir auf jeden Fall Zeiten, in denen du auch mal nichts Produktives machst und dich mit diesen inneren Themen auseinandersetzen kannst, denn die können nur hochkommen, wenn du mal nichts tust. Ich hoffe, das Thema ist soweit klar geworden. Wenn du dazu Fragen hast, denn das ist ein sehr wichtiges Thema, schreib es mir in die Kommentare. Videovorschläge immer gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich mache daraus Videos. Ansonsten kannst du hier links neben mir den Channel abonnieren, unter mir dich für ein Coaching bei mir bewerben, wenn du wirklich Erfolg mit Frauen haben willst, wenn du nicht nur einfach irgendwelche oberflächlichen Techniken lernen willst, sondern wenn du wirklich mit mir zusammen an den Kern deines Problems vorstoßen willst und dafür sorgen willst, dass du Freundin findest, dass du mit vielen Frauen schlafen kannst, dann kommst du zu mir, unter mir.
fürs Coaching bewerben. Und rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, das ergänzt das Video nochmal. Schau es dir unbedingt an, guck da vorbei, hol noch mehr Informationen, wichtiges Video, schau da unten in der Ecke vorbei. Ansonsten sehen wir uns übermorgen wieder. Geil, dass du dabei warst. Bis dahin, ciao.